Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mist und einer neuen Folge. Ja, einer etwas späten Aufnahmesession. Ja, falls ich mal ein bisschen gähnen sollte oder ein bisschen lethargisch hier in der Ecke rumliege, dann tut's mir leid. So, aber das Spiel lässt mich gerade irgendwie nicht so richtig los. Heute, wir haben ja endlich hier ein paar Ingots geschmiedet, waren in der Mine letzte Runde. Und heute sind endlich die Därme trocken geworden. Oh, ich freue mich so. So, ausgezeichnet. Das Ding ist auch schon wieder trocken. Geil. Könnte ich eigentlich nochmal reinrennen? Ich glaube, wir müssen nochmal das große, alte, gute Einzeltierspiel spielen. Ach, ja, vielleicht. Vielleicht setze ich mich auch erstmal hier ran und mache mal ein paar Arrowheads. 13 Ingots haben wir zur Verfügung. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar 18 Uhr. Joa, haben wir doch noch 4 Stunden Zeit. 60 Minuten für 4 Stück. Ach du Scheibenkleister. Okay, dann machen wir mehr. Dann mache ich erstmal 8. Dann mache ich erstmal einen Köcher voll. Ich hoffe, wir verhungern nicht unterwegs. Oder verdurste. Naja, wir werden es gleich sehen. Ich bin ja an der Quelle hier. Wir sind ja schön zu Hause. Da kann ich mir noch einen geilen Bären reinpfeifen. Hier mache ich mal zu. Ich lasse jetzt noch Banditen vorbeikommen und mir meinen Schnaps wegsaufen. Hier einmal zumachen. Hier auch zumachen. Und dann das alte Einsortierspiel. So, da sind die. Ausgezeichnet. Haben wir die schon mal wegsortiert. Geil, ausgezeichnet. Das packe ich mal hier mit rein. Ist ja irgendwie unser Naturschrank. Da soll auch Natur rein. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich packe mir erstmal die rein. Dann habe ich hier Dry Animal Guts. Hatte ich nicht. Ach so, hier. Dann Steinchen. Ja, ausgezeichnet. Machen wir es mal so. Ich habe noch ein paar Äste am Start, aber ich habe noch ein paar Sticks. So, das wären dann wahrscheinlich. Nö, nee, sechs reicht ja eigentlich. 8 Pfeile will ich mir nur machen. Dann sollte das doch wohl reichen. Hier noch ein paar Blätter. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so viel Strümpfe irgendwann brauchen sollten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie jetzt gesammelt. Die sind schwer zu finden. An sich extrem unsortiert hier. Mein Rucksack. So, oh Gott. Das sieht wirklich traurig aus. Oh mein Gott. So. Dann noch ein paar Komponenten. Die Bretter, eigentlich ja hier hin. War ja eigentlich so viele Bretter am Start. Was wollte ich denn bauen? Habe ich irgendwie. Ach so, ich wollte mir ja einen Vorschlaghammer noch kredenzen. Machen wir es mal so. Das Zeug kommt nach oben. Entschuldigung, so, ich muss erstmal den Kram loswerden, bevor es hier weitergeht. So, aber es gehört ja mit zum Spiel, deswegen entschuldige ich mich jetzt einfach nicht mehr, sondern mach das einfach jetzt so. Okay, dann 16, die kann man ja auch nochmal stacken. Da stacken, hier stacken und hier auch nochmal stacken. So, ausgezeichnet. Dann mache ich mir mal ein paar Sticks und ich brauche ja nur. Ach ja, komm, 12 Minuten. Pfeile brauche ich sowieso. Ich bin jetzt wirklich nur gespannt, wie viele Federn ich brauche für die Pfeile und wie lange der Spaß dauern wird. Okay, erstmal ein Longbow für 2 Stunden. Ach du grüne Neune. Okay, die Pfeile brauchen 10 Minuten. Ein Pfeil braucht 10 Minuten. Ach du grüne Neune. Ja, ich wiederhole mich häufig, aber es ist einfach so. Okay. Ich brauche 4 Lashings. So, die habe ich hier doch irgendwo gebunkert. Habe ich die hier irgendwo gebunkert? Habe ich die gebunkert? Oder habe ich die alle verbraucht? Verdammt, ich habe die alle verbraucht, oder? Nein, hier sind 3. Ausgezeichnet. Ich brauche nur noch ein Lashing. Und dafür brauche ich Blätter. Und Borke. So, die habe ich natürlich hier schon wohlweislich vorbereitet. Na dann, ja, wo könnte ich jetzt Strippen finden? Hier. Ich brauche nur ein Rope. Deswegen. Ah, okay. Wenn wir mit dem Bogen fertig sind, ist es 23 Uhr. Ist definitiv Bettgehzeit dann. Aber eine Sekunde. Durst. Ich bin durstig. Boah, ist ein Hin- und Hergerenne heute Abend.
So, nur um das jetzt hier noch irgendwie zu schaffen. Muss ich auch essen? Ich muss bestimmt auch essen. Ja, komm, hier noch ein Bärchen rein. Das letzte war deutlich ekliger. Das ist ja, das schmeckt ja noch richtig köstlich nach Bär. Ganz frisch und lecker wie frisch aus dem Wald. So, ich zütze mir eine Cola rein. Das reicht definitiv. So, jetzt aber, meine Güte. Ja, mit 23 Uhr ins Bett gehen ist wohl nicht mehr. Das sage ich mir auch jeden Abend. Dann, ich bin immer noch hier richtig. Ja, hier Waffen, hier Longbow. Ich brauche nur einen. Und ich muss ihn selber, leider, leider selber erstellen. Naja, okay. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Und jetzt haben wir es gleich geschafft. Ausgezeichnet. So, mein erster Longbow. Ich, ja. Es ist, hurra! Ja, geil! Was soll ich sagen? Wir haben echt ewig und 3 Tage irgendwie darauf hingearbeitet. Und jetzt geht endlich der Spaß los. Jetzt können wir uns auch mal wehren. Vor allen Dingen auch geräuschlos wehren. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. So, jetzt sortiere ich mal noch schnell alles ein. Zur Freude und zum Spaß von allen. Und, die lasse ich mal noch drin. So. Die Blätter müssen noch wieder zurück an ihren Ort. Die kommen hier hin. Sticks haben wir verbraten, mehr oder minder. Wo sind meine Sticks eigentlich hin? Bin ich gerade ein bisschen blind? Habe ich nicht Sticks gemacht? Habe ich die für den Bogen verwurstet? Das interessiert mich jetzt gerade ganz kurz. Entschuldigung. Ja, 12 Sticks, die ich wohlweislich glücklicherweise dabei hatte und die ich nicht für die Pfeile, die ich eigentlich machen wollte, hergestellt habe. So, Schokoriegel für morgen. Ich hau die jetzt einfach hier rein. So, die Knarre kommt nach oben. Ich brauche noch. Ach so, nö, kann ich ja eigentlich so machen. Dann machen wir es so. Dann nehme ich mir hier noch Sticks raus. Dann kommen die Bretter da rein. Dry Animal Gut. Wir hatten doch noch hier. Ja, wir hatten hier noch ein feuchtes Leder. Das kann man schön nach draußen. Schokoriegel packe ich mal hier in die Schokoriegel-Schublade. Dann. Ich wollte nach oben rennen. So. Einmal nach oben. Einmal. Nee, die Seite. Jetzt haben wir schon 3 Revolver. Mann, ey. So, das sind Pfeile. Der Kram kann man unten in die Schublade. Das Leder aufhängen. Ganz schnell, bevor wir Besuch bekommen. So, es gruselt mich immer so ein bisschen. Aber irgendwie, es ist 11:30. Irgendwie hatte ich immer in Erinnerung, dass so ab, naja, 10, 11 ist hier eigentlich immer. Huch! Was? Hallo? Das Spiel ist abgestürzt. Oh nein, das ist doch nicht. Ah, naja, dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Bis gleich. 20 Minuten später. Ja, herzlich willkommen zurück. Ja, das Spiel ist abgeschmiert. Ich musste gerade in der Zwischenzeit einfach nochmal neu laden und ja, alles nochmal neu machen, quasi, was ich am Anfang der Folge schon, naja, euch gezeigt habe. Ich bin da nur so durchgerannt und naja, es ist jetzt auch ja, kurz vor, oder besser gesagt, kurz nach 11. Ich habe hier schon alles einsortiert. Nö, habe ich noch nicht. Das fehlte noch. Das war jetzt eigentlich der Schritt, wo wo das Spiel einfach abgeschmiert ist. Ich habe alles noch für die Pfeile irgendwie bereitgelegt. Der Schokoriegel ist auch noch nicht in seiner Schublade. Das Messer würde ich dann doch noch gerne mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Für die ein oder andere Borke wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn wir gerade mal unterwegs sind. Sonst sieht es eigentlich recht übersichtlich aus. Heißt also, gegessen habe ich auch, getrunken habe ich auch. Heißt jetzt, ja, Schokoriegel noch in die Schublade. In die Schublade. Ich packe ihn jetzt einfach hier in diese Schublade. Und dann springen wir einfach mal ins Bett. Heißt also, war wieder ein erfolgreicher Tag.
Ich musste zwar, naja, ein bisschen was doppelt machen, aber es ist ja, naja, Herrgott. Das passiert recht selten, wenn ich ehrlich bin. Auch irgendwie ist es eigentlich das erste Mal gewesen. Gerade jetzt in der 04. Komisch, in der 03 oder in der 02. Ich kann mich, keine Ahnung, ich kann mich jetzt auch irren, aber mir fällt jetzt nicht ein, dass das Spiel schon mal irgendwie großartig abgestürzt wäre. So, einmal immer dieses irgendwas gehört, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Habe ich jetzt was gehört oder habe ich nichts gehört? Lege ich mich jetzt einfach ins Bett oder gehe ich jetzt runter und gucke in die dunkle Nacht? Wo niemand ist, hoffentlich. So, 7 Uhr. 7 Uhr klingt super. Ich gehe jetzt einfach schlafen. Ich bin ein fester, tiefer Schläfer. Ich höre nichts mehr. So, keine Zombies draußen. Keine gruselig wilden Tiere. Und es ist wieder die Sonne aufgewacht. Ach Gott, ist das schön. Also, herrlicher Morgen. Ach so, was haben wir denn heute vor? Stimmt. Vergangenheits-Ich wollte... Ich hab die schon gemacht. Ich will jetzt Pfeile machen. So. Heißt also, nee, das brauche ich definitiv nicht. Ach, schön. Manchmal ist aber auch schön. Nee, ist eine komische Grafikzuppe leider hinten. So, Türchen zu. Falls der Nebel kommt, dann stellt mich jetzt einfach hier dumm dreist hin. Ich brauche Sticks. So, Sticks brauche ich mindestens 8. Ich brate mal einfach die 16 durch. Oder, ach, die halbe Stunde, Herrgott. So, wir sind ein bisschen durstig, aber... Ja, das passt schon noch. So, ausgezeichnet. Warum ist das eigentlich hier so unglaublich hell? Also, wir wohnen ja mitten im Wald. Also, nicht, dass jetzt schlimm wäre oder so. Ich habe ja... Naja, die Wände sind ja auch nett, freundlich gestrichen. In so einem wunderbaren... Tongrau. Oh mein Gott, so. Ich habe keine Ahnung. Hunger, Durst, Durst. Ich hau mir meine Cola rein. So, bevor die ablaufen und dann so eklig schlunzig werden, wie so ein Glibberschleim, wenn die dann unten sich so schön grün schleimig abgesetzt haben, wenn die dann irgendwie 5 Jahre im Schrank standen. Das muss ja auch nicht sein. So, dann, ich brauche Feili. Und die große Frage ist immer noch, ich brauche 3 Federn pro Pfeil. Ja gut, dass wir so fleißig gesammelt haben. Das wird nicht reichen. Das wird überhaupt nicht reichen. Oh mein Gott. So. Hier bei der Munition. Dann mache ich mir mal 8 Pfeile. Dauert eine Ewigkeit. Krass, Mann. So. In der Hoffnung, dass wir sie dann auch alle behalten werden. Und vor allem sollte ich mir... Ja, ich habe mir aber auch nur 8 Arrowheads gebaut, also naja, das macht jetzt auch wenig Sinn. So, das hier mit rein, das muss hier raus, quasi, das, ja, egal. So, ach, das ist ja alles irgendwie, ach, das ist alles so kreuz und quer, okay, stecke ich die mal hier noch mit rein, ich hoffe, ich vergesse sie hier nicht. Und wundere mich dann, wo meine ganzen Federn abgeblieben sind. So, die Animal Hide, die könnte dann ja theoretisch hier mit rein. So. Ja, naja, der Gemischtschrank, sagen wir es mal so. Hier ist ja auch noch irgendwie Zeug und Kram. Was ist denn eigentlich... Ich könnte hier auch mal ein bisschen sortieren, wenn ich ehrlich bin. So, und das hier auch noch mit rein. Dann kommt das hier mit hin. Die können damit hin, das kann hier hin und da ist auch hier noch Platz. Verdammt. Ach, sind wieder 2 zu viel. 2 zu viel. So. Dann, was ein bisschen umständlich ist, was mich immer an dem Spiel so ein bisschen gestört hat. Man muss hier auf den Quiver add arrows und jetzt kann ich die Arrows hinzufügen. Das könnte auch ein bisschen schöner sein, wenn ich ehrlich bin. Naja, egal. So. Ich habe immer noch keine Ahnung. Habe ich jetzt hier irgendwie was dazu gewonnen? Wie kann ich das eigentlich skillen? Ich habe keine Ahnung. Also maximale Gesundheit wäre natürlich super. Wenn ich das ja noch irgendwie kriegen könnte. Ach, okay.
wir lassen uns mal überraschen. So, häufig abspeichern. Immer eine gute Idee, gerade bei Early Access. Ausgezeichnet. So, ja, gehen wir doch mal rüber zu unseren... Hier ist auch alles leer. Die könnte ich... Hier ist noch mein Reifen. Den Reifen brauche ich. Hier könnte ich... Mir ist kalt. Okay, ist ja auch... Naja, ist ja auch kein Wunder. Ich renne ja hier auch ohne Hosen rum. Das wundert mich quasi nicht. Nein, ist nur ein Blatt. Verdammt. Ich brauche noch extrem viele... Oh! Hallo, das nehme ich doch gerne mit. Ich brauche noch extrem viele Federn, wenn ich ehrlich bin. Der hat auch noch Kram und Zeug am Start. Was ist denn hier los? Lag da hinten nicht noch einer? Oder habe ich mich da gerade verguckt? So, tut mir einen Gefallen. Wenn ihr eine Feder seht, bitte schreien. Ich höre das dann bestimmt. Und dann renne ich da auch glatt hin, schnurstracks, und sammle die auf. Ist überhaupt kein Problem. Nee, das ist ein Stein. Feder sieht anders aus. Kann ich euch mal nochmal zeigen. Das ist auch ein Stein. Das ist ein Ast. So, jetzt alle nicht durcheinander, bitte. Dann einmal runter hier zu unseren guten Nachbarn. Hier am Wegesrand. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es jetzt an der späten Stunde liegt. Oder, keine Ahnung, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Wie immer. Beziehungsweise, naja, ich hoffe, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Irgendwie kommt es mir immer vor, als würde da irgendwas irgendwie stehen, lauern. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen Paranoia? Ich habe keine Ahnung. So, dann einmal hier durch. Einmal hier vorbei. Wir wollen nach... Dorten, eigentlich, wenn mich jetzt nicht mein... Ja. Die sind auch schon wach. Oder immer noch, man weiß es nicht. So, hier sind wir schon mal richtig. Ich würde mal sagen, ich speichere nochmal eben. Und ja, schon mal die große Entschuldigung im Vornherein. Wenn jetzt der erste oder zweite Fall nicht direkt irgendwie ins Schwarze treffen. So, ich muss mich auch erstmal ein bisschen rantasten. So, früher gab es hier immer noch ein paar Patrouillen. Bin mir jetzt unsicher, ob die jetzt schon losgelatscht sind. Beziehungsweise ist immer die große Frage, ist der Gute alleine? Oder stehen da... steht da noch einer, der mich hoffentlich nicht gesehen hatte. So, jo, der hat auch gesessen. Ausgezeichnet. So, kommt er jetzt an, wundert sich, dass sein Kumpel da gerade so müde geworden ist. So, der andere Kumpel ist auch gerade sehr müde geworden. Es war bestimmt der Wind. Er hat so ein schönes, einschläferndes Lied gesummt. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken, alter Schwede. Warum? Er stand doch gerade noch da. Alter Schwede, bin ich tot? Nee, ich bin nicht tot. Hey, Geißenbach, hat er mich verjagt? Alter Schwede, meine Güte. Ich, keine Ahnung, ich gehe gleich ins Bett. Oh Gott, ja. So, waren es drei oder waren es doch vier? Ich habe keine Ahnung. So, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, der Zucker kann dahin. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. So, mein Pfeil bitte und der andere... Ich will ja nichts sagen, aber eine Sekunde. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Dankeschön. Schnell mal wieder den Bogen ausgerüstet. Hatte ich den jetzt schon gelootet? Ja, den hatte ich auch. Ausgezeichnet. Alter Schwede, ey. Boah. Puh, so. Hat man gar nicht gemerkt, dass ich jetzt gerade einen massiven Schreck gekriegt habe. So, ja, das sind immer die abgebrühten Zocker. Geil, eine Cola. Danke. Die sind immer so eiskalt, die merkt man gar nicht an, irgendwie, dass sie jetzt ihm gerade die Muffe geht oder so. Warum? La 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 la. Oh,
Rose, riechst du das Meer? Ach, wir sind so hoch. Ach, ich bin der König der Welt. So, jetzt aber auch gut. Dann, Gott, es ist so. Ah, ich hoffe, ich breche mir jetzt nicht den Hals hier. Auch ordentlich angeschlagen. Dann, ey, keine Ahnung, ich werde hier in dem Spiel nicht mehr gesund. Es ist wirklich, keine Ahnung. So, dann schauen wir mal. Dann gehe ich mir mit meinem langen Bogen hier in das Haus. Langen Bogen sind ja dafür bekannt, dass man Schränke. Langbögen sind ja dafür bekannt, dass man auf engstem Raum sehr gut, wenn ich den jetzt hier hinstelle, jetzt ist er kaputt. Nee, jetzt ist er wieder in Ordnung. Kann ich ihn, wenn ich den jetzt aufbreche und ihn mitnehme, oh, ja hallo, ja sehr schön, ja danke. Also die brauche ich nicht unbedingt. 4 Schuss sind nicht verkehrt. Das Ding ist leer, aber den... Ja, könnte ja alles drauf schwören. Den nehme ich natürlich mit. So, richtig geil. Das Ding... Das Ding mal auseinandernehmen. Genauso wie das Teil. Da komme ich ja nie wieder ran. Da müsste ich die erstmal wieder schlafen legen. Um dann mal wieder irgendwie da ranzukommen. So... Dann haben wir hier hinten noch irgendwas. Nö, nö. 3 Leute, ein Bett. Na okay, da sind noch 2. Ich wollte... Dreier-Rucksack? Halleluja! Gepriesen sei der Survival-Gott. So, geil. Damit ist auch alles voll. Und schauen wir mal, was sich hinter Tor 1 verbirgt. So. Geil. Ein bisschen... Bisschen Scrap. Bisschen noch mehr Scrap. Ich... Boah, was ist denn hier los? Nochmal Crowbar. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt nicht schon total verschlissen ist. Ich mach... Oh! Ja, hallo. Vielen Dank. Geil. So, das kann ich sehr gut gebrauchen. Alles wieder unterschiedliche Munition. Dann, Mist, da ist nichts drin. Also, ach, naja. Okay, sind das auch wieder 2? Das ist irgendwie ein bisschen verrückt. Keine Ahnung. Irgendwas ist da mächtig schief gelaufen. Ein Brett, ich nehme es mit. Und die würde ich doch... Dankeschön, die würde ich ja auch gerne mitnehmen. Keine Ahnung, ob die nochmal... Oh, ein SWAT-Helm. Geil. So, keine Hosen, aber ein SWAT-Helm. Es ist immer wieder eine Freude in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wann wir mal irgendwann eine Hose kriegen. Vielleicht wären wir auch irgendwann als hosenloser Rächer irgendwie bekannt. Dann, das ist wirklich die große Frage. Nehme ich den auch mit? Die Gier ist zu groß. Die Gier ist einfach zu groß. Ich hoffe, der ist ja nicht irgendwie komisch verbuggt und ich muss den alle Publang mit irgendwie mit einer Crowbar öffnen, um hier, keine Ahnung, an meine Seile ranzukommen. So, ne, das war doch mehr als ergiebig, sage ich es mal so. Ich habe Mordsschrecken bekommen, wirklich. Oh mein Gott, das... Ey, oh. Ah, bitte nicht nochmal. Da weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Gerade hat er sich noch seine Kumpis angeschaut, irgendwie. Dann stand er hinter dem Baum und plötzlich... Keine Ahnung. Will er mich erschießen. Das war jetzt irgendwie nicht so aufregend. Aber, die Situation haben wir ja ganz gut hingekriegt, oder? Ja. Ich glaube auch. Ich hoffe, ihr habt euch auch nicht verschluckt oder so. Alles ist noch in Ordnung bei euch. Also, ich rede jetzt auch nur, um mich noch selbst zu beruhigen. Das ist doch... Ach Gott, oh Gott. So, der Gerät. Brauche ich den drinnen? Eigentlich nicht. So, der Gerät, den stelle ich mal hier hin. Das ist... Ja... Ja, das kann man bestehen lassen. So, ja, für die Barren. Ja, den stelle ich da für die Barren hin. Mal gucken, vielleicht zweckentfremde ich den dann nochmal. Je nachdem, wie oft wir jetzt noch irgendwie bei der Mine vorbeigehen. Und den anderen stelle ich mir mal in die Butze. Mal gucken, was ich da rein tue. Fällt mir bestimmt was ein. Also gerade so heute, ja.
weiß ich nicht, da werden wir bestimmt nochmal das ein oder andere Auto auseinandernehmen. Jetzt, wo wir ja die Metall-Ingots haben, die richtigen Iron-Ingots quasi, mache ich mir natürlich auch den Vorschlaghammer und dann werden wir hier auf der Straße nochmal dem ein oder anderen Auto mal auf die Pelle rücken, würde ich sagen. Eventuell. Das muss ich nochmal gucken. Was ist denn hier los? Ach, eine Säge. Ja, nehme ich auch gerne mit. Habe ich zwar schon ein, zwei, glaube ich, aber haben oder nicht haben. So, dann einmal hier wieder zurück. Türchen auf. Hier ist wirklich alles leer gesaugt. Ja, ich hoffe. Dann, ich habe keine Ahnung, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Oder, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist immer nur so ein Gefühl. Oder gucke ich auch lieber zwei oder dreimal, um dann wirklich auch alles mitzunehmen. Spiel ist jetzt nun auch, naja, jetzt nicht super schwierig, aber schon irgendwie schwierig. Gerade auch am Anfang, wenn man ja wirklich die kleinsten Brotkrumen irgendwie auflesen muss, damit man hier irgendwie über die Runden kommt. Am Anfang ist alles immer so schrecklich teuer. So, dann, wie sieht's aus? Stamina holt sich leidlich. Mein Gott, ob ich jetzt nochmal sehen werde, irgendwie mein Gesundheitsbalken auf 100% ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht dürfen wir uns dann auch einfach nicht so doof anstellen. Okay. So, Stamina wird sich ja wohl aufgeladen haben, wenn wir uns jetzt noch irgendwie Beeren reinpfeifen und ein bisschen Cola. Mal gucken, vielleicht auch heute mal zur Abwechslung Wasser. Und dann mal den Vorschlaghammer bauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann, oh ja, dann werden wir die Straße runter marschieren und dann wirklich, da hört man aus der Ferne hört man dann schon den Staubsauger. Wie er rührt und röchelt quasi und das ist nicht so ein Öko-Staubsauger irgendwie mit 500 Watt. Nee, das ist noch so ein alter, so ein ekliger Riesenstaubsauger mit 3000 Watt. Scheiß auf die Natur, es ist alles egal. Hauptsache der Schmutz, beziehungsweise die Komponenten und das Metall wird reingesogen. So, der steht, naja, der steht irgendwie, warum ist denn der höher als die anderen? Steht der hier hinten auf dem... Nö. Irgendwie nicht, oder? Steht der hinten drauf? Die fällt mir irgendwie überhaupt nicht. So. Wenn ich ihn jetzt da so und jetzt hier so, so und den jetzt da so fallen lasse. Ja, ist annehmbar. Was kann man machen? Ich speichere mal ab. So, ist mir alles ein bisschen gruselig hier. Dann. Einmal rausgerannt. Ach so. Hunger, Durst. Geht. Geht eigentlich, geht. Da können wir dann schön nachher... Ja, jetzt ist ja hier gerade noch Platz. Das passt schon. Da könnte ich mir ja eigentlich jetzt... Wo ist er denn? War der hier oder war der beim... Irgendwie ist es das gleiche wie... Irgendwie ist es das gleiche wie beim I. Na egal. Hier ist er. Fletcher mal. 10, 4, 10. Okay. Dann einmal reingerannt. Nö. So, davon brauche ich 10. Ich habe mega viel Zeug. Aber. So. Und dann. Wo habe ich denn meine Ingots? Achso, nee, die sind. Sind die dran? Nee. Die habe ich hier. So, die habe ich hier. Split Half. Mist, hat nicht funktioniert. Machen wir so und dann noch einmal Split One. Dann ist das so, der ist das da und die anderen sind ja alle draußen. So, dann erstmal schnell rausgerannt. Hier in den Schrank gegriffen und... Oh Gott, ich brauche 10. Na, es ist doch wie gewonnen, so zerronnen. Dann müssen wir wahrscheinlich mal wieder einen Minenrun machen. Dann... Ja, haben wir alles dabei. 1:30 Stunden. Ich glaube, das passt. Oder? Ja, schon. So, hoffentlich kein Nebel. Bitte kein Nebel. Bitte kein Nebel. Dankeschön. So, einmal speichern.
und mal wieder das gute Einsortierspiel. Dann, ich habe... Okay, die habe ich eingesammelt. Das ist auch ein bisschen doof, dass sie nicht gleich wieder dem Köcher hinzugefügt werden. So, das Messerchen, lasse ich mal hier. Das sieht langsam auch aus wie ein Werkzeugschrank. So war das hier eigentlich nicht gedacht. Ach, könnte ich den Schrank hier eigentlich hier mehr hier drin gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir das mal. Sortieren wir da mal das ganze Werkzeug ein. So, einmal move it. I like to. Und dann in die Küche, da wo das Werkzeug hingehört. Dann einmal hier hin. Ja, so, hier. Ja, einmal hier rein. So, ausgezeichnet. Dann einmal Säge. Den Vorschlaghammer, den behalte ich mal. Die Spitzhacke kommt hier nicht rein. Die kommt in den roten Schrank. Dann... Boah, jetzt so viel Zeug und Kram. So, den muss ich erstmal loswerden, damit ich hier erstmal einen Überblick bekomme. So, Katoschki. Katoschki kommt hier unten rein. Zu dem vergessenen, verschrumpelten, zu Staub zerfallenen Alten. Dann Die Cola. Ich könnte mir die eigentlich... Erstmal den alten Kram. Das ist alter Kram. Dann noch ein Bärchen. Wie sieht das aus? Oh ja. Oh Gott, I. Die unterhalten sich schon miteinander. Das ist so. Jo, die haben schon Kultur entwickelt. So, Cola habe ich noch am Start. Einmal schön reingezützelt. Ah, herrlich. Koffein. So, und den Zucker natürlich nicht vergessen. Dann. Ja, okay, dankeschön. Dann einmal davon, einmal hiervon. Muss da noch irgendwas rein? Ja, hier. Ist gezeichnet. Dann, das kommt nach oben. Das könnte ich mir theoretisch anziehen, aber... ist immer so die große Frage. Ach, wenn es ein Bär irgendwie wegmacht, dann ist es nicht so schlimm. Das ist nur ein Bär. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Camp überfalle, und das wird hier früher oder später passieren... Es ist natürlich immer ganz famos, wenn ich da maximalen Schutz habe. Also die beiden Sachen, eher mal nach oben. So, das kommt nach hinten, das kommt nach hinten, das kommt nach draußen. Genauso wie das auch. Dafür habe ich noch keinen so richtigen Platz. Ich glaube, da hinten erstmal in die Kiste. So, hier ist Muni. Die werde ich mal nachladen. Die kommt dann mal hier nach hier unten. Da kommen jetzt nur Werkzeuge rein, die ich gerade nicht benutzen möchte. Heißt also, das behalte ich, das kommt... Boah, das kommt alles nach oben. Beziehungsweise hier erstmal in diese Kiste. Die total voll ist, ich meine natürlich diese Kiste. So, da haben wir natürlich noch ein bisschen Platz. Aber hier packe ich schon mal... Ich pack mal hier die Munition rein. Das ist mir zu gruselig da hinten, wenn ich ehrlich bin. Die behalte ich auch. Die kommt hier auch rein. Dann kommt das hier in den... Karton. Der habe ich. Achso, oh Gott, den habe ich gerade dazugestellt. Oh mein Gott, ich dachte gerade schon wieder. So, dann machen wir hier mal. Ich mach's. Okay, jetzt kommt hier alles raus. Da kommt hier nochmal ein bisschen Natur rein. Alles Zeug und Kram, was wir nun wirklich nicht brauchen, wenn ich ehrlich bin. Und in den anderen Schrank, das ist auch, das zählt auch zur Natur, das ist flüssiger Bär. Das kommt da auch rein. So, dann kommen jetzt hier die ganzen Batterien, alles was sie so herstellen, rein. So, die Schaltkreise, die Militärkomponenten, schön Klebeband. So, die Gears kommen da rein. Hier habe ich noch einmal Batterie. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, glaube nicht. So, hier vorne. Ach, es füllt sich langsam wieder. Wie schön. So, das erfreut mein Auge und lässt mich nachts wahrscheinlich auch besser schlafen. Dann, nein, so soll das immer, es soll alles seine Ordnung haben. So, der Kram kommt nach oben und ich hoffe, ihr verflucht mich jetzt nicht dafür, dass ich das jetzt hier so ausgiebig zelebriere. Es muss einfach sein, sonst finde ich hier nie irgendwas mehr wieder. Der Kram kommt raus, das muss ich noch equippen. Und ich habe die Dinger hier unten vergessen, weil ich irgendwie halb blindfischig bin. Interessant. So, was brauchen wir denn eigentlich? Das kommt unten rein, das müssen wir mitnehmen, das müssen wir auch mitnehmen. Kommt aber ins Auto, dann sieht es hier auch schon wieder alles ein bisschen
ein bisschen übersichtlicher aus. So, hier kommt... Hier kommt dann so richtig Brett rein, so, mehr so Holz. Und hier kommt... keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, ach, jetzt haben wir das alles da reingeschmissen. Hab mich schon gewundert. So, das noch hier hin, das noch dahin. Die Metal Ingots. Hm, ja, eigentlich nach draußen, oder? Oder wollen wir die hier lagern? Also draußen sind ja auch die anderen am Start. Pack ich sie mal dazu. Wird bestimmt noch irgendwie was anderes einfallen. Beziehungsweise wird mir das denn zu doof werden. Dann habe ich ja auch keinen Bock mehr drauf. Wir könnten mal hier noch die einschmelzen. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. Und oh, ja, und da ein. So. Dann einmal hier, einmal da und einmal dort. Jetzt ist es nur einer. Hä? Ach so. Ach nee. Ach, das Rezept war ja andersrum. Ah, ich... Ach Mensch. So, ich habe natürlich nur 4 am Start. Und mehr Zink als mir lieb ist. So. Okay, ist das da drinne? Dann einmal nochmal den Zucker wegbringen. Das Ding läuft immer noch. Wie lange eigentlich? Ich sehe nur eine Uhr. Aber es steht nicht da. Ein Tag. Hm. Wäre schön, wenn das mal runterzählen würde. Dann noch ein bisschen Zucker. Ja, lasse ich einfach mal so. Das ist sehr, sehr convenient. Dann einmal Add Arrows und wieder die 8 dazu. Jo, ist doch geil. So, ausgezeichnet. So, heißt also jetzt für uns. Ja, hungerdurstig. Ich will es ja nicht übertreiben. Sagen wir es mal so. Ach, dann packe ich mir mal hier hin. Das Ding kommt dahin. So, weiß ich immer Bescheid. Dann. So, nur das, was wir jetzt schon mal haben. Die Dinger können drin bleiben. Das bleibt drin. Das bleibt auch drin. Die Dinger fliegen hier erstmal raus. Genauso wie das auch hier alles. Das, keine Ahnung. Egal. So, und die Säge, das ist meine Special-Säge, die kriegen dann die NPCs. Irgendwann. Wenn ich ja mal welche auftreibe. So, das ist unser Werkzeugschrank. Da kommt das hier alles hier rein. Und... Ich bin wieder glücklich. So, na denn... Hier, Türchen zu. Wir wollen keinen Besuch bekommen. Einmal speichern und dann auf zur Straße des Metalls und der Komponenten. Wo ich alles auseinandernehmen werde. Und ich hoffe, das Ding hält ordentlich durch. Er war unglaublich teuer. Also wirklich abartig teuer. Wirklich schrecklich, schrecklich teuer. Und hier ist auch schon unser erster Kandidat zum Auseinandernehmen. So, und ich bin so gemein. Ich guck mal auf die Uhr. Ich habe jetzt mir nicht gemerkt, wie lange ich nachspielen musste, aber wir sind hier wieder bei 40 Minuten plus. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.